Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4. Stevie schläft noch. Und ich kann einfach mal hier so ein bisschen Ordnung schaffen. So. Ah, bisschen kompakter stellen die ganze Sache. Oh, oh, die Blase. Die Blase. Ja, dann geh mal schnell. Ganz schnell. So, und während er auf dem Top sitzt, können wir ja ein paar SMS schreiben, wa? Das ist ja alles easy peasy. Dann die. Und von mir aus auch an die. Und an die. Wen haben wir denn noch? An die. Die war auch ganz nett. Und die von mir ist auch. So. Okidoki, was ist denn hier? Zwiebelpflanze, hübsch. Aha. So, jetzt sitzt er die ganze Zeit auf dem Scheißhaus, das aber eigentlich schon fertig war. Egal. Denn nu? Schmutzig. Oh. Ja, musst du mal, wa? Musst du mal sauber machen. Also, das haben sie definitiv reingepatcht, das war vorher nicht. Und ich spiele schon eine Weile. Haben wir heute frei zufällig? Nee, wa? Zwei Tage müssen wir noch schuften. Eieiei. So. Hygienie! Wir werden mal nachdenklich machen. Weil dann haben wir Inspiration für die Arbeit. Vielleicht hilft es ja. Wie lange putzt denn der da das Klo? Hallo? Wäre jetzt so aber nicht nötig gewesen. So, 2287 Simoleons. Hammer, was hat sie denn? Der ist nicht gut. Olivia, Spencer, Kim, Louis. Oh Gott. Mehr Doppelnamen, bitte. Ja, wir müssen ja schon auf Arbeit, leider. Wen haben wir denn hier? Wer schlendert denn hier so lang? Halt. Brigitte Müller. Aha. So. Brigitte Müller. So, ich guck mir gerade mal nochmal die Beziehung an. Ja, ist ja nicht so doll, wa? Ach, sie kommt auch mal vorbei. Ist ja nett. Ja, ich habe aber keine Zeit. Ich müsste noch schnell Cerealien. Erstmal was essen, das tut mir leid. Getränk in der Lounge trinken. Höheren Levelfähigkeit Gartenarbeit, eine Stunde Witze schreiben. Erstmal was essen. Gruppenmahlzeit zubereiten. Mhm. Können wir hier schon ernten? Weiterentwickeln. Wollen wir mal weiterentwickeln machen? Wir können ja einfach mal probieren, wa? Ist ja noch eine Stunde Zeit. Okay, ach so, wir müssen ja eine Stunde früher jetzt. Ach, Schmerz, lass nach. Instrument kaufen? Wir lassen das mal ganz ruhig angehen auf Arbeit. Jo, weiterentwickeln ist natürlich, wa? Kriegt man ja bessere Qualität. Aber sie ist eigentlich jeden Tag da. Olle Gina. Wir sind halt dicke Kumpels, wa? Aber ich frage mich, warum die anderen Sims hier nicht rumtanzen in der Gegend. Finde ich ein bisschen schade. Gibt natürlich noch eine Möglichkeit, beziehungsweise werde ich diese Möglichkeit auch gleich mal benutzen, wenn Stevie von der Arbeit ist, dass man zu den Häusern hinfährt.
Und dann werden wir mal da vorstellig werden. Nimmt uns zwar so ein bisschen die Überraschung, das Treffen auf andere Sims anbelangt. Was für ein Arbeitstag. Was ist? 504, naja, langsam kommt ja Kohle drin, wa? So, schnell mal noch ein paar Cerealien drin. Ja, Mikrowellen essen ist nicht so mein Ding. Die harte Arbeit von Stevie hat sich ausgezahlt, denn die Qualität seiner Pflanze, Zwiebelpflanze ist gestiegen. Okay. Sehr hübsch. Na, sehr hübsch ist ja auch gut. Stevie, mach mal ein bisschen Jasta. Der Abend ist kurz. So, reisen. Wo reisen wir denn hin? Dililit. Und zwar reisen wir hier hin. Jetzt seht ihr natürlich alle Sims, die ich hinzugefügt habe, ne? Mit einmal. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber geht anscheinend nicht anders, weil die sich da nicht rausbewegen. Die stehen ja alle immer noch so da, wie ich sie hingestellt habe. jetzt sind sie weg. Klopfen wir mal an. Ist denn jemand zu Hause? Sieht nichts, doch. Hör mal auf da. Komm rein. Aha. Fröhlich vorstellen. So. Wollte ich vorstellen? Die anderen sind alle ausgeflogen, oder was? So haben wir die jetzt in unsere Liste. Haben wir. Gut, dann reisen wir gleich weiter. Die haben natürlich alle komische Namen, ne? Also, das sind zur Erklärung. Das sind, runtergeladene Sims aus der Community. Also, Leute, die Sims halt, in die Community eingebunden haben. Die habe ich mir einfach runtergeladen und in den Haus rein gebackt. So, dann mal hier gucken, wer hier zu Hause ist. Stevie ist schon wieder scheiße drauf. Klopf, klopf. Mahlzeit. Sind auch nicht alle zu Hause. Ooh, see what? Hello, Zombo. Ibarra? Das ist natürlich die Frage, wo die sind, ne? Wahrscheinlich auf Arbeit oder so. So, haben wir die jetzt in der Liste? Jo. Haben wir. Gut, dann können wir wieder gehen. Die werden wir dann so einzeln nach Hause einladen. Oder aber, das war jetzt hier der entscheidende Punkt. Das war... Ist angespannt. Dass man da irgendwie erstmal mit denen kommunizieren könnte. Wir können aber schnell mal in den Park gehen. Mal so nebenbei. Und mal gucken, vielleicht rennen die da rum. Ich habe so die Vermutung, dass sie das nicht tun werden. Sie spielt wieder Schach. Lockere Unterhaltung? Ach, Gina. Alter, die stalkt mich doch, wa? Jetzt ohne Witz. So, jetzt erstmal auf Klo. Wer kommt denn da? Marie Schmitz. Ein bisschen hier Überwachungsstil mäßig machen, wa?
Hier rennen aber nicht so viele Leute rum. Hier stehen noch ein paar. Die Grusel steht hier. Das ist ja doof. Ja, scheinbar Hannah Summer. Ja, das finde ich jetzt ziemlich, naja, grenzwertig, wa? Wenn man die denn nicht nirgendwo trifft. Ist auch doof. So, was haben wir denn? Energie? Naja. Geht eigentlich noch. Die Stalkerin kommt schon wieder. Oh, oh, ein Stück weg. Wir können ja nochmal im Nachtclub vorbeischauen. Weil irgendwo muss es doch was geben, dass die doch wieder von Alena rauskommen da. Die sind doch nicht nur zu Hause. Das wäre schon ein großer Einschnitt, finde ich. Lucy, wie kannst du dich mal ein bisschen frei bewegen? Wir warten mal ab, bis hier irgendwelche Leute kommen. Mach mal irgendwas da. Ach, guck an. Da haben wir schon die erste Kandidatin. Die hier an die Tanzkomp? Nee, doch nicht. Ellie Kaufmann? Nee. Ellie Kaufmann ist, glaube ich, nicht... Ist ja, wir stellen uns trotzdem mal vor, Alter. Hier geht's aber ab, ja. Sind doch immer die gleichen Gestalten hier, wa? Aha! Wahrscheinlich irgendwo in einer anderen Stadt werden dann auch andere Leute da sein. Bin ich jetzt nicht so begeistert von, um mit meins vorsichtig auszudrücken. Energie haben wir noch. 22 und 19, okay, da könnte man noch. Plaudert mit Ellie, Hannah, So und Julian. Okay. So, ich spring mal kurz nochmal in die andere Stadt. Es ist ja alles so. Eunun Oasis Springs. Was gibt's denn hier? Schlangennest. Ab ins Schlangennest. So, so. Na gut, da gucken wir uns mal. Da oben vielleicht rennen ja da andere Sims rum. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da andere Sims rumrennen, aber... So, wen haben wir denn da? Kotzt die da ins Becken oder was macht die da? Die wühlt im Müll. Na, ich fasse es ja nicht. Gina Offermann, das sind doch die gleichen, wa? Manuel Breuer? Lol. Sepola? Fuizok. Ja, wir machen einfach mal... Na, Gina ist doch Gina. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass hier auch die gleichen Leute rumrennen? Finde ich ziemlich uncool. Ja. Er ist wahrscheinlich zu einer Nachbarschaft zusammengefasst, aber... Gut ist das nicht. Gut, dampfen wir ab hier. Das wollte ich eigentlich bloß nochmal schnell rausfinden. Tja, das ist doof, muss ich sagen. Aber was ich viel drüber finde, also meine, gut, dass da die gleichen Sims sind, das mag ja noch okay sein, aber dass die erstellten Sims, beziehungsweise die hinzugefügten Sims, die irgendwo wohnen, sich von alleine nicht rausbewegen, finde ich nicht so gut. Ich kann jetzt daran nichts ändern, aber... Ich meine, man kommt an die Sims ja irgendwie ran.
Sprich, kennenlernen technisch. Oh, dass die nicht alleine auch irgendwo mal in der Gegend rumrennen. Na gut, was sollen wir machen? Oh. Kaputt gemacht. So, wir können mal gucken, vielleicht rennen die jetzt, die ich angesprochen habe, vielleicht rennen die jetzt schon irgendwie rum. Dann müssen wir die anderen halt irgendwie alle erwischen, aber ich glaub's nicht so richtig. Naja. So. Den Weg mal setzen, weil das krieg glaube ich nicht hin. Bis um 9. So, noch eine schnelle Mahlzeit. Cerealien. Cerealien gehen ja immer, wa? So, die Pflanzen blinken alle schön vor sich hin. Ja, dann müssen wir mal hier ein bisschen was mit dem Job tun, wa? 2 Spiele müssen wir noch modifizieren, was wahrscheinlich auch ganz schön lange dauern wird. So, dann geht's wie auf Arbeit. Ja, da müssen wir... So, wir gucken mal, wir überwachen mal hier, wa? Wer hier so rumspringt. Aha, gar keiner. Ist ja auch nicht schlecht. So, 504 bla bla. Was sagt die Jobleistung? Leicht gestiegen. So, dann machen wir hier schnell... alles ernten. Jäten. Und bewässern. Oh, da ist mal genug zu tun. So, gucken wir mal. Halt. Wer ist die denn? Carolyn Klee? Die kenne ich noch nicht. Die sieht irgendwie... Die sieht nicht gut aus. Ah, der geht's überhaupt nicht gut. Oder die ist so drauf. Ah, wenn die auf dich zuwalzt, dann bist du lieber woanders. Aber ich glaube, die war nicht eingefügt. Nee, Lambert sowieso nicht. Lambert ist ja klar. So, dann werden wir mal ein paar SMS schreiben. Die war ganz nett. Schuppidu So Petal, die ist auch neu. Ha, ha, ha. So, reicht. Achso, und unsere Standardleute natürlich sowieso, wa? Ja, Warteschlange, bla bla. Oh, wir haben keine Freunde mehr. Ach, du Kacke. Wo sind denn eigentlich unsere anderen Leute, wenn ich mal fragen darf? Hallo? Wo ist ein... Jetzt wird's ja verrückt. Ah, Ginger ist klar. Oder Gina. Der kann ich keine SMS schicken, weil die steht schon wieder vor der Tür. Aber wieso... Wieso... Achso. Moment. Wo ist sie noch drinne? Ja. Katrina ist noch drinne. Machen wir es so. Ha, geht ja so viel einfacher.
das ist ja so viel einfacher. Okidoki. Was hat er denn schon wieder? Hygiene. Wir machen mal Inspirationsduschen. Und dann werden wir uns mal um den Job kümmern, wa? Beziehungsweise um die Steigerung der Jobfähigkeit. So, wie war das jetzt? Spielen? Das war doch bei Programmieren drin, oder? Spiel modifizieren. My Sims Go modden. Sims Forever modden. Na, wir probieren das mal. Telefon. Der geht ja eigentlich automatisch ran, wa? Oder? Gina Weisheit ruft an und plaudert, willst du... nö. Ich muss leider ein bisschen Homeworking machen. Ja. Und während Stevie hier Homeworking macht, mache ich erstmal eine kleine Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann hoffentlich irgendein Spiel mal modifiziert haben, wa? Also von daher, bis denn!